Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Heute am, lass mich mal ganz kurz zurück, am Mittwoch, das ist die Mittwochsfolge. Hallo, herzlich willkommen zur Mittwochsfolge. So, wie ihr seht, bin ich jetzt hier, stehe ich hier noch am Teich und gucke mir gerade den Teich an. Der sieht sehr, sehr cool aus. Was ja nicht so funktioniert hat, sind die Fichten, sage ich schon, die Fichten meine ich natürlich. Da haben ja zwei Stück nicht so ganz funktioniert. Und wir hatten letzte Nacht sehr, sehr viele Monster, ne? Pass mal auf, da wollte ich gerne was gegen tun. Und zwar würde ich gerne ein paar Kürbislaternen aufstellen. Beziehungsweise insgesamt Laternen aufstellen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So wie ich mir das denke. Weil ich hab eine Anleitung gekriegt, mehr oder weniger, wie sowas auszusehen hat. Müssen wir mal schauen. Ob das. Okay, vielleicht noch einen höher, ne? Ich glaube, das muss noch einen höher. Obwohl. Geht das überhaupt unten ran? Doch, das müsste ja unten ran gehen, ne? Eigentlich müsste ich doch. Ach so, kann ich das einfach daran machen? Warte mal. Geht das da? Geht das da überhaupt? Nee, ne? Das geht da gar nicht, ne? Was man natürlich machen könnte, ich könnte ein bisschen tricksen. Und zwar. So täuschen. Aber das ist ja nicht. Naja, das ist jetzt ja nicht so. Das ist, glaube ich, nicht so, wie das sein sollte, ne? Nee, ich glaube, das ist doof. Nee, das finde ich doof. Das finde ich tatsächlich doof. Das mache ich nicht. Wir müssen irgendwie anders dafür sorgen, dass wir hier in der Mitte ein bisschen mehr Beleuchtung haben. Ich werde das jetzt erstmal auf einfachen Wege machen. Und zwar diese einfachen Lampen quasi aufstellen. Zack. Bis ich dann eine andere Idee habe, was ich hier machen könnte. Zack. Irgendwo ist hier noch ein Zombie, ne? Ich höre ihn die ganze Zeit am Blubbern und so, aber ich kann ihn noch nicht zuordnen, wo er ist. Naja, wahrscheinlich ist er unten im Schleimschrank oder so. Der wird schon irgendwann wird er verhungern, der Junge. Dann hat er sich auch mit dem ausgelebt. Ich bin auch so ein bisschen am Verhungern, stelle ich gerade fest. Da ist Leo. Der kriegt auch erstmal was zu essen, weil er immer was zu essen kriegt. Und ich werde mir mal ein paar Ofenkartoffeln reinziehen, weil man kann immer gerne mal ein paar Ofenkartoffeln essen, ne? So 5 bis 10 Stück. So, jetzt würde ich mal reingehen und meine Taschen erstmal wieder ausleeren, damit ich die eine Fichte, die da draußen ist, die würde ich mal wegbauen, abbauen. Da kommt eine neue gesetzt. Ich will da eine neue hinpflanzen, weil die wächst ja nicht mehr weiter. Das habe ich jetzt auch mitgekriegt, dass es nicht funktioniert, so wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und deswegen kommt die jetzt erstmal wieder weg. So, die ganzen Holzgeschichten kommen auch erstmal wieder rüber. Die brauche ich jetzt auch nicht mit mir rumschleppen. Ich habe hier noch das Zeug dabei. Hier habe ich noch Eimer, die ich vorhin produziert habe. Da ist noch ein bisschen Eisen. Hier sind ein paar Körner. Dip, 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 dip. Was habe ich denn sonst noch so? Ich habe sehr, sehr viele Fackeln gerade in der Tasche. Kürbisse, ne? Kürbisse und noch so ein bisschen rote Beete habe ich auch noch als Fressalie in der Tasche. Das ist eigentlich ziemlich cool. Oh, sind hier Kürbisse? Da sind Kürbisse. Siehst du? Können wir einen Teil Kürbisse dahin loswerden? Einen anderen Teil Kürbisse legen wir hier rein. Rote Beete packe ich auch erstmal damit rein. Und Eier habe ich da auch keine drin. Das heißt, wir legen die Eier auch erstmal hier mit rein. Sehr schön. Leder habe ich jetzt noch nicht. Oh, da war noch ein. Ich habe noch einen Broiler in der Tasche, ne? Guck mal, da kommt noch ein Broiler dazu. Und Leder habe ich jetzt auch noch in der Tasche. Das ist, glaube ich, immer hier drin gewesen, ne? Ja, da oben ist Leder, alles klar. Kann ich sonst irgendwas weglegen? Ne, eigentlich nicht. Den Rest behalte ich einfach mal. Und dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Ich habe kaum Äxte dabei. Aber ich brauche. Ich werde die eine Fichte will ich auf jeden Fall komplett wegnehmen. Das heißt, ich brauche da schon zwei Äxte mindestens, damit wir uns da gut durchschlagen können. Ne? Ich nehme auch jetzt eher so Steinäxte, weil Eisen ist momentan tatsächlich noch eine Mangelware. Ne? Ich habe gelesen, dass die Wünsche aufgekommen sind, dass ich mich da mal um die Pferde kümmern soll, um die Kühe kümmern soll, ich habe gar keinen Ausgang, ne? Stelle ich gerade fest. Ich habe nur einen Ausgang auf der anderen Seite. Lol, okay. Ich muss mal ganz kurz hier mir einen Ausgang schaffen und den auch gleich wieder zumachen, sozusagen. Witzig. Ich habe vergessen, mir einen Ausgang zu schaffen. Naja, egal. Beziehungsweise einen Eingang oder Ausgang, Eingang, keine Ahnung. Also die eine
Fichte sind das ja. Na, die Fichte hier ist eigentlich ganz gut, die können wir so lassen. Die gefällt mir. Ah, die hat auch die gleiche Größe, ne? Das sieht nur so anders aus, weil die halt so. Ist die auch so groß? Ich glaube nicht, oder? Wo sind denn die anderen Fichten? Es wird schon wieder dunkel, ne? Oh fuck, ey. Ich bin hier schon wieder am Hin- und Her-Tüdeln und komme eigentlich gar nicht so richtig zu Potte. Ich komme hier gar nicht so richtig zu Potte. Kann das sein, dass das nicht gewachsen ist, weil hier überall noch ja, so Pflanzen rumstehen und alles? Kann das sein deswegen? Ich glaube nicht, oder? Jetzt muss ich erstmal gleich gucken, wo ich überhaupt hier mein. Ich glaube, ich werde mal hier erstmal noch einen Eingang schaffen. Hoffentlich schaffe ich das noch, solange es noch nicht dunkel ist. Hier mal ganz kurz eine Eingangstür hinzubauen. Jetzt habe ich natürlich auch meine. Jetzt habe ich natürlich auch die. Ich hatte ja gerade eben noch Türen in der Tasche. Die habe ich natürlich jetzt glorreicherweise rausgelegt. Das war auch sehr, sehr schlau von mir. Ich brauche hier vorne auf jeden Fall Fackeln und auch auf der anderen Seite auch. Da habe ich noch ein paar Fackeln mehr, nehme ich doch lieber die. Dann kommen nämlich da welche ran und da welche ran und auf dieser Seite auch definitiv und da oben auch. Ich brauche Türen. Ich brauche ganz schnell Türen, damit wir da ein paar Türen ranheften können. Guck mal, hier ist auch zu wenig Licht. Da ist auch zu wenig Licht, da ist zu wenig Licht. Da ist zu wenig Licht. Ich stelle mal überall ein paar Fackeln auf. Nicht, dass. Oh, schon wieder so super dunkel, ne? So super dunkel. Wahrscheinlich wird gleich, werden mich gleich die. Werden mich die gleich wieder überrennen. Hier, guck mal, wir haben Fichtentüren. Dann wissen die gleich Bescheid, alles klar. Da brauchen wir nicht reingehen, da sind schwere Fichtentüren. Da brauchen wir uns gar nicht erst probieren, reinzukommen. Da gibt es ja nur einen auf die Mütze. Das lassen wir mal lieber. So ist der Plan. Hoffe ich. Vielleicht machen die das, vielleicht machen sie es auch nicht. Das sieht gut aus. So können wir es lassen. So, tschüss, gute Nacht. Ich muss jetzt erstmal schlafen gehen. Und dann gehen wir da tatsächlich die eine Fichte mal zerlegen. Sehr schön, das ist zu. Ich mache ein bisschen Bubu. Dann werden wir gleich was essen wieder und zerlegen die eine Fichte sehr schnell. In der Hoffnung, dass wir eine neue Fichte gepflanzt kriegen. Ich habe schon wieder Hunger, ne? Der hat auch immer Hunger, der Bub. Das ist der Wahnsinn. So. Ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Fichte nicht so groß ist wie die. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Nichtsdestotrotz glaube ich aber immer noch, dass die Fichte ist auf jeden Fall nicht so hoch wie die. Und, oh, hier sind überall Spinnen, Alter. Und Creeper. Und, ah, was ist denn da? Da ist noch ein Skelettkrieger, alles klar. Läuft, GG. Der hat natürlich auch sein schattiges Plätzchen jetzt gefunden, ne? Oh, pass auf. Nicht, dass du da. Ja, nicht, dass du damit in die Luft fliegst, wollte ich gerade sagen. Naja, so passiert das mal. Guck mal, da ist ein netter Freund. Ja, du läufst weg, ne? Pass mal auf hier. Hehe. Edgy Badge. Auf die Nase gefallen. Und da ist noch ein Creeper. Aua. Der hat ein ganz schönes Loch gerissen. Guck mal, da sind Setzlinge. So, jetzt können wir endlich anfangen mit Arbeiten hier, ne? Hier sind noch überall Spinnen, aber die tun einem ja nichts, wenn Tag ist. Weil tagsüber haben sie auch Angst. Oh, deswegen will ich dich jetzt nicht hauen. Weil ansonsten, obwohl, komm her. Du kriegst auch einen auf die Nase. Tschüss. Nimm mal ein bisschen Wolle mit. Wolle sag ich schon, ein bisschen Faden mit. So, dann kämpfen wir uns mal hier den Baum hoch. Ich muss ja auch die ganzen Setzlinge wieder, das ganze Blattwerk und so weiter auch wieder rausschlagen. Da werde ich mich aber von oben nach unten durcharbeiten. Dass ich auch die ganzen Setzlinge wieder hier rauskriege, ne? Nicht, dass ich da. Ich weiß, ich kann auch warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Oder nach einer gewissen Zeit würde ja das Grünzeug von alleine weggehen. Aber wenn ich das abwarte, dann vergesse ich das meistens. Und dann liegen hier draußen die Setzlinge und ja, ich würde sie nicht einsammeln. Und das ist auch scheiße, ne? Ist ja auch doof, wenn das passiert. So, zack. Hier geht es noch wieder ein Stückchen hoch. Immer, immer weiter hoch. Immer weiter hoch. Lalala. Ach ja, ich fand das heute übrigens, oder gestern fand ich das übrigens auch wieder schön im Livestream, ein bisschen Farming-Simulator gedaddelt. Übrigens heute Abend für alle,
die das hier verfolgen und auch meinen Livestream verfolgen. Morgen, also nee, heute Abend. Es kommt ja, die Folge kommt ja am Mittwoch raus, genau. Mittwochabend gibt es keinen Livestream, ne? Denkt dran bitte. Ich habe Mittwochabend keine Zeit. Ich bin anderweitig beschäftigt. Ich werde mich mit einem Grafiker, mit einem Designer hinsetzen und so ein bisschen die Designs durchgehen fürs Merch und so, für mein Merch. Dass wir möglichst zügig da was haben, ne? Dass ich euch da was anbieten könnt. Für die, die Interesse haben, zu Weihnachten sich nochmal ein Tizian-T-Shirt zuzulegen oder ein Tizian-Becher oder was weiß ich, da wird es dann demnächst etwas geben auf dem Markt. Da werde ich aber euch noch hinreichend drüber informieren. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist nämlich etwas, woran ich schon sehr, sehr lange plane. Ich habe echt viele Ideen. Ich muss sie jetzt nur noch für mich umsetzen lassen. Und es könnte sein, dass ihr aufgrund dessen, dass ich da eine Kooperation eingehe mit einem Designer, dieser Designer stellt ein, ich weiß jetzt nicht, ob das für euch so relevant ist, also ich weiß, dass ich auf Twitch eine etwas ältere Zielgruppe habe. Das weiß ich. Ich kann es leider überhaupt nicht beurteilen, wie alt ihr alle so seid jetzt hier auf YouTube. Ich behaupte einfach mal ein bisschen jünger. Wobei das auch eine gewisse Vermischung gibt zwischen Twitch und YouTube. Jedoch denke ich einfach mal, dass hier auf YouTube ein bisschen jüngeres Publikum dabei ist. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, mein Kollege, der Designer, der hat nämlich selber ein Bartöl kreiert. Ne? Also wenn man Gesichtsbehaarung hat, was ich auch nicht habe. Also der hat selber eins kreiert und verkauft das halt. Und dementsprechend würde ich natürlich so ein bisschen Promo für ihn machen. Ne? Ist ja so, eine Hand wäscht die andere. Er hilft mir dabei, oder ja, er hilft mir dabei, mein Merch zu designen und fertig zu machen für Spreadshirt. Ich werde das alles über Spreadshirt vertreiben. Und ich werde ein bisschen für ihn Promo machen, für sein Bartöl. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen unter euch. Oder vielleicht braucht ihr ja für euren Papa ein Bartöl für Weihnachten noch, dann würde sich das anbieten, ne? Man weiß ja nicht, man weiß es ja nicht, wer da so welche Interessen hat. Habe ich das andere Ding auch gerade eben eingesammelt? Ich bin mir nicht so sicher. So, jetzt werde ich erstmal Leo den Boden unter den Füßen wegnehmen. Oder unter den Pfoten. Ist ja ein Hund, Pfote, genau. Oh, und jetzt bin ich selber erstmal ganz weit runtergefallen. Das hat man davon, wenn man seinem besten Freund den Fuß, den Boden oder den Füßen wegnimmt, dann fällt man selber sehr, sehr tief. Das hat man davon. Ja, und ansonsten, ich freue mich, wie gesagt, tierisch auf morgen Abend. Ich werde dann zum Minecraft aufnehmen, werde ich auf jeden Fall kommen. Das kriege ich, ich denke mal, bis 8 oder wenn ich die Folge aufnehme, sind wir auf jeden Fall durch mit allem. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange er braucht, das alles umzusetzen. Also die ersten Layouts zu machen und so weiter. Und dann bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt, wie die Resonanz bei euch ist darüber. Ob ihr sagt, ey, ja, cool. Gleich den ganzen Shop alles leer gekauft und so. Oder ob das eher verhalten ankommt. Müssen wir mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall, also da will ich auf jeden Fall beigehen. Es wird auf jeden Fall ein T-Shirt geben, vielleicht ein Hoodie sogar, mal gucken. Es wird auf jeden Fall eine Tasse geben. Tasse ist sich gewünscht worden, das werde ich auf jeden Fall machen. Und es gibt auch einen Thermobecher, habe ich gesehen, auf Spreadshirt. Da werde ich auch auf jeden Fall was machen lassen mit dem Thermobecher, weil Thermobecher finde ich halt super, super interessant, weil ich ja halt auch immer meinen Tee aus einem Thermobecher trinke. Zwar ist das dieser, der, der Thermo, den Thermobecher, den man da bei Spreadshirt bekommt, ist zwar jetzt nicht von der Marke, wo ich auch immer meinen Tee draus trinke, aber vielleicht wird es ja noch, ich weiß es noch nicht. Wenn da auf diesem Thermobecher Tizian Playing draufsteht oder was weiß ich, dann könnte ich mir das echt gut vorstellen, da zu wechseln. Obwohl ich mir gerade erst einen neuen Thermobecher für meinen Tee gekauft habe. Ich bin mir noch nicht so sicher. Vielleicht, vielleicht nicht. So, ich werde jetzt hier nochmal eine hinsetzen. Eine Fichte. Und jetzt hoffen wir mal, dass die besser wachsen oder anders wachsen. Höher wachsen, größer werden. Weil das ist ja immer noch, das wird ja das Gelände für mein Baumhaus, ne? Beziehungsweise, mal gucken,
will mal versuchen, hier noch mehr zu setzen. Noch mehr von diesen. Ich verstehe das halt nicht, warum die Fichte da drinne ist so eine geworden und die anderen irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass das Krüppelfichten geworden sind, aber die sind nicht so krass hoch und groß wie jetzt die. So. Hast du Hunger, Leo? Bestimmt. Du hast immer Hunger. Leo hat immer Hunger. Komm mal her. Hier. Alter Vater, da ging aber viel rein. Okay, dann würde ich sagen, haben wir die Fichten auf jeden Fall mal wieder aufgestellt. Oh, du hast ein Ei verloren. Hey, hat Leo weggeschnappt? Sehr schön, Leo. Lass uns doch mal gucken. Oh, hier ist noch eine Spinne. Ich mach die mal kalt, die Viecher, weil, einfach aus dem einfachen Grund, die tun mir jetzt zwar nichts, aber irgendwann kommen die wieder auf die Idee, hier eine Invasion zu starten. Ne? Und dann bin ich froh, wenn sie nicht mehr da sind. So, pass mal auf. Hier können wir übrigens ein bisschen abernten und dementsprechend das Ganze wieder erweitern. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich zu viel abernte, beziehungsweise, dass mir das irgendwo in den Fluss, ins Wasser fällt und ich das dann vergesse rauszuholen oder so. So, beziehungsweise zu viel abernte und dann, na, bist du hier am Rumplanschen? Das ist schön. Ich könnte das natürlich auch so machen, dass ich einen Trichter da unten irgendwie einfüge. Und kann man mit diesem Trichtersystem eigentlich sich auch irgendwie so ein Förderband bauen? Dass man halt von Trichter zu Trichter Waren hin und her schiebt. Achso, da ging das nicht mehr genau. Das müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Ich finde meinen Teich übrigens richtig krass gut. Richtig klasse. Er ist ein bisschen gefährlich. Man kann da leicht ertrinken drin, aber grundsätzlich finde ich ihn cool. Leo hat auch seinen Spaß, sehe ich gerade. Der planscht da noch ein bisschen im Teich rum. Man kann ja auch polierte Sandblöcke machen, ne? Kann man mit diesen. Man kann doch auch. Kann man nicht auch Treppen aus diesen polierten Sandblöcken bauen? Warte mal, das müssen wir mal ausprobieren. Da habe ich jetzt. Achso, habe ich Dreck dabei? Nee, habe ich nicht. Ich habe keinen Dreck am Stecken. Warte mal, ich will mal hier draußen noch ein bisschen aufräumen, noch ein bisschen den Boden glatt machen. Denn war das zwar heute ein bisschen so eine. Ja, ich sag mal, eine Aufräumfolge ein bisschen. Und auch natürlich ein bisschen Information über die weiteren Streams. Wieso habe ich denn so viel Gelöt hier in der Tasche schon wieder? Was wollte ich sagen? Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe schon wieder Huhn. Pass mal auf, ich kann Sandstein herstellen, ne? Und aus Sandstein kann ich aus Sandstein eine Treppe herstellen? Geht das? Oh lol, geil. Das ist ja cool, weil dann kann man nämlich aus Sandstein. Es wird draußen schon wieder dunkel, ne? Ja, ich gehe mal. Oh, habe ich mich erschrocken, Alter. Ich gehe hier gerade raus. Denk mir so, ach, ich gehe wieder rein, ne? Und dann kommt Leo da aus der Küche raus und ich denk mir so, fuck, was ist das denn? Oh, habe ich mich erschrocken, ey. Ich dachte echt, scheiße, da steht so ein, wie hießen die Viecher nochmal? Ein Enderman oder so. Dachte ich so, fuck, jetzt bist du schon wieder tot. Oh, habe ich mich erschrocken, ey. Aber ich habe mich noch nie so, oh. Dieser Moment, ey. Guck mal, das wollte ich nämlich machen. Dass das ein bisschen angeglichener ist, die ganze Geschichte hier. Seht ihr? Dass es ein bisschen hübscher aussieht. So, habe ich Dreck mitgenommen? Ja, zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Damit wir. Achso, das Loch bleibt auf jeden Fall. Genau, das bleibt. Achso, und hier die. Was ist denn schon wieder los? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Zombies sind. Oder was auch immer das für Ungeviecher sind, die jetzt gerade hier schon wieder am Rumstöhnen sind oder so. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber die sind irgendwo schon wieder. Und irgendwie haben die auch, glaube ich, gerade Probleme mit der Sonne. Man hört das so leicht so. Vielleicht hängen die im Tumpel, im Fluss rum? Im Dings? Nee. Sind sie nicht. Ich werde das hier mal zumachen. Ich weiß noch nicht, wie. Alter, wo sind die denn schon? Sind die im Schleimchunk? Bestimmt. Aber. Die haben. Ne, im Schleimschrank sind sie nicht.
Das ist immer so eine Geschichte hier mit diesen ganzen Monstern, ne? Ich finde das immer so, ich finde das ein bisschen belästigend, dass man die andauernd hört, obwohl die eigentlich gar nicht irgendwie in der Nähe sind, also gar nicht in Sichtweite. Also ich sehe sie auf jeden Fall nicht. Mich würde das mal interessieren, wo die rumhängen. Die haben sich bestimmt irgendwo versteckt, kommen aber nicht raus, weil sie wissen, dass sie beim Sonnenlicht sterben. Beziehungsweise, die kommen wahrscheinlich, nee, die kommen nicht raus, weil sie wissen, dass die sind ja sonst auch immer rausgekommen. Die hat das ja das Sonnenlicht eigentlich gar nicht gestört. Die sind dann einfach gestorben und dann war es das für die. Ach, guck mal, da ist jemand. Ach, lol, guck mal, was machst du denn da? Das ist doch ein kleiner Mini-Zombie. Aua. Ja, Leo, mach du das. Klär du das bitte. Muss ich das klären? Ja. Was ist das denn für eine Höhle da unten? Da haben die sich auch immer versteckt drin, wa? Die habe ich schon mal zugekippt, ne? Na, hier können die halt auch drin spawnen, ne? Weil das klein genug ist und so. Ja, pass mal auf, da machen wir. Oh, ich habe ja ganz schön Energie verloren dabei. Bei dieser Aktion. Ich glaube, ich mache das Ding mal komplett zu da unten. Dann habe ich das auch auf jeden Fall dicht. Beziehungsweise, was ist das denn hier? Da, achso, da geht es auch nochmal weiter. Ich mache da noch ein bisschen was rein. Hier auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich nämlich schon wieder keinen Sand mehr. Okay, ich lasse das erstmal so. Da werde ich auf jeden Fall morgen noch weiter dran machen. Ein bisschen was. Die Felder sind auch schon wieder fertig. Da können wir auch so langsam wieder beigehen. Auf jeden Fall. Oh, guckt euch mal die rote Beetefelder an. Warte mal, das will ich jetzt auch noch auf jeden Fall machen. Auch wenn ich jetzt schon wieder gnadenlos überziehe. Und gestern war es echt knapp, ne? Die Folge ist erst um 11:30 fertig geworden. Also, dass sie veröffentlicht werden konnte. Mit dem Verarbeiten und so weiter und so fort. Also das war schon sehr, sehr knapp, meiner Meinung nach. Ne? Ich kann das ja verstehen, dass ihr sagt, okay, ja, cool, Folgen länger und so weiter und so fort. Aber das dauert halt immer echt super lange, ne? Das ganze Rendern und so weiter. Und deswegen muss ich da immer so ein bisschen aufpassen. Kannst du mal. Genau. Dass ich dann auch immer noch rechtzeitig alles fertig kriege. Weil ich denke mal, wenn die Folge nicht um Mitternacht online geht und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der noch das vorm Schlafen gehen gucken möchte, dann ist auch doof. Ne? Oh, ich habe da Dings gesetzt, ne? Das wollte ich nicht. Genau, die Melonen wollte ich da nicht setzen. So, Dille. Aber jetzt mache ich Feierabend. Jetzt mache ich Feierabend für heute. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare. Dankeschön. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, eine Idee oder sonst irgendwas, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich schaue es mir an und je nachdem, wo ich gerade bin, setzen wir es dann um. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.